Augsburg und auch in Den Haag. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Studium. Ja, es hat stattgefunden und es hat mir auch weitergeholfen. Und es war, ja, was soll ich davon erzählen? Also Augsburg von den Städten zum Beispiel, die Städtewahl war eher sekundär. Ich habe mich an den Hauptfachlehrern orientiert, an den Professoren. Ansgar Krause, ein guter Freund von unserer Familie, war halt in Saarbrücken. Und ich hatte zuerst Privatunterricht in Roden, hier in Roden, und später dann als Jungstudent in Saarbrücken an der Hochschule. Und dann bin ich gewechselt zum Hauptstudium nach Augsburg, zu Franz Hallers. Und dann später habe ich dann noch 2 Jahre Aufbaustudium in Den Haag gemacht. Da bin ich dann gependelt zu Zoran Dukic. Und warum ich das gemacht habe, also zum einen Ansgar Krause, weil er da war und weil er einfach ein wahnsinnig guter Lehrer ist. Franz Hallers habe ich auch über meinen Vater kennengelernt, so wie Ansgar Krause auch, weil die beide Gitarren von meinem Vater gespielt haben. Und so kam es dann auch, dass ein Kontakt hergestellt wurde und ich mit Franz Hallers super toll arbeiten konnte und bin dann halt eben mit ihm mit nach Augsburg dann. Und Zoran Dukic habe ich auf dem Konzert, auf dem Gitarrenfestival gehört und da war mir dann in dem Moment klar, unglaublich, da will ich mindestens eine Scheibe von abschneiden. Und so ist es dann entstanden und so in dieser Zeit habe ich mir dann die Hauptinspiration von diesen wichtigen Menschen in meinem Leben geholt und ja. Hast du Holländisch gelernt? Nein, aber ich habe mich jedes Mal sehr amüsiert, wenn ich es gehört habe. Ja, es ist eine faszinierende Sprache, aber es ist leider nicht viel hängen geblieben. Amsterdam, ich hau von hier. Wie gesagt, ich habe ja nie da gewohnt, sondern ich bin immer gependelt und konnte mich dann mit Englisch durchschlagen. War Gitarre denn das erste Instrument, was du erlernt hast? Ich meine, es liegt ja nahe mit der Gitarrenlage. Ja, also meine Geschwister und ich haben alle erstmal Klavier gespielt. Genau, und später hat mein Bruder dann mit Gitarre begonnen. Also es war so, dass die Klavierlehrerin war es schon sehr alt und ist dann irgendwann gestorben auch. Und dann haben meine beiden Schwestern bei einer anderen Lehrerin weitergemacht, soweit ich mich entsinnen kann. Und mein Bruder ist dann auf Gitarre umgestiegen und ich habe dann später nachgezogen. Also ich habe dann eine Zeit lang nichts gespielt und dann war die Frage, ja, möchtest du nicht auch nochmal ein Instrument spielen? Und dann war natürlich der Blick auf den großen Bruder gerichtet und dann ist das einfach so passiert. Und eben durch den Vorteil, dass der Gitarrenlehrer, der bei uns kam immer einmal pro Woche zu uns nach Hause und hat dann dort übernachtet und am nächsten Tag dann seine Studenten in Saarbrücken unterrichtet und halt eben am Vortag eben Privatunterricht gegeben. Und dann hatte ich direkt diese Zugriff auf diese Infrastruktur, nicht nur bildungstechnisch, sondern natürlich dann auch auf Instrumente und überhaupt so bin ich dann direkt in die Gitarrenwelt eingestiegen, sozusagen. Mit ungeahnten Folgen. Genau. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht. Also wie soll man das auch wissen? Also die Frage nach, möchtest du das eigentlich später professionell machen? Ich glaube, ich erinnere mich einmal, da war ich glaube ich 14 oder so, habe ich einen Wettbewerb. Da hatte ich so ein Wettbewerbsjahr, Jugend musiziert, ein Bundeswettbewerb und in Leipzig war das, glaube ich, Anna Amalia in Weimar und ein internationaler Wettbewerb in Bath in England und alle drei recht erfolgreich. Und war das eine Cousine von mir, die zu Besuch war oder irgendjemand war zu Besuch und hat mir dann diese Frage gestellt und das war so ziemlich das erste Mal, dass ich bewusst reflektiert habe und nachgedacht habe, ja, mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, was bedeutet das eigentlich, das später zu machen? Weil ich nicht wusste, was ist denn ein Beruf an sich? Ich wusste es schon, aber ich habe es nie erfahren. Und das war, glaube ich, also relativ spät. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich schon dabei, Wettbewerbe zu spielen, Konzerte zu spielen und bin eigentlich schon in eine sehr bestimmte Richtung gegangen, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Ja. Rutschst du rein, ne? Ja. War irgendwie auch so. Du bist ja viel unterwegs mit Masterclasses, Workshops, Unterricht geben. Wie sieht denn generell so eine Meisterklasse bei dir aus? Was achtest du bei den Schülern und was versuchst du ihnen zu vermitteln? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche, jeden Schüler da abzugreifen, wo er ist. Und ich lasse das erstmal auf mich wirken
Und wenn ich Blockaden sehe oder ja, ich greife an allen Punkten an, packe ich an, wo mir was Bestimmtes auffällt. Und ansonsten, wenn mir da nichts auffällt, das hatte ich auch schon, da stimmt dann einfach alles. Dann versuche ich dann über allgemeine Themen mich so ein bisschen voranzutasten und mag das ganz gerne so über so einen Austausch. Also ich, so im Gegensatz zum Frontalunterricht, wo ich mich dann hinstelle und dann Texte rezitiere oder mein Wissen vermittle, sondern versuche so aus einem Gespräch heraus auch für mich selber was rauszuziehen. Also wie reagiert jetzt mein Gegenüber? Was hat mir mein Gegenüber dazu zu sagen, diese Perspektive zu erspüren und ja, und dann viel auch zu ermutigen. Also ich versuche so einen Zugriff auf das Potenzial zu bekommen und dann, wenn es geht, innerhalb dieser kurzen Zeit von einer Masterclass-Stunde den Schüler dazu einzuladen, das eigene Potenzial zu ergründen und so den Mut auch zu haben, so daran zu glauben, so, oh, ich bin ja kein unbeschriebenes Blatt, ich habe ja tatsächlich so Möglichkeiten und ich habe ja eigentlich schon ein Gespür dafür, was ich mache und halt eben da anzuknüpfen und ja. Es gibt ja neben dem Gitarristen Takeo Sato auch noch den Familienmensch Takeo Sato. Wie sieht denn ein normaler Sonntag bei dir aus? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also, Wenn du nicht gerade arbeitest zu wenn ich Hause. nicht gerade arbeite, dann ausschlafen oder versuchen auszuschlafen und dann mit meinen Mädels frühstücken, zwei kleine Töchter und eine Frau. Und genau, wir verbringen dann den Morgen zusammen und gehen vielleicht spazieren und einfach so das normale Familienleben. Und ja, ansonsten arbeite ich auch sonntags, also mache viel Korrespondenz, üben, manchmal unterrichte ich auch eine Privatstunde oder ich hole eine Stunde nach oder sowas oder vor. Oder ja, oft ist es ja auch so, dass Konzerte eben am Wochenende stattfinden und dann bin ich dann übers Wochenende auch weg. Aber ja, der ganz normale Alltagswahnsinn. Und wenn jetzt jemand mit Gitarre anfängt, was für Tipps hast du denn, auf was sie achten sollten oder wie sie ihren Spaß möglichst lange dran behalten? Ich würde den jeweiligen Lehrern sehr ans Herz legen, mit gutem Beispiel voranzugehen und so die Freude am Spielen zu vermitteln, eine gute Beziehung aufzubauen zu den Schülern. Und ich glaube, dann kommt das viel von alleine. Den Schülern, ja, abgesehen von hier mal Tipps zu den Haltungen und zur Haltung und so, halt generelle Tipps, so Anhaltspunkte zu vermitteln, woran sie sich orientieren können. Es geht das bei mir ganz viel so, wie ich das damals auch so mitbekommen habe. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was war das Wichtigste, was mir meine Mentoren vermittelt haben, dann erinnere ich mich eigentlich nicht unbedingt an spezielle Dinge. So, hier musst du den Finger so halten und dann hier im 65,3 Grad Winkel Nordost, ja, mit Koordinaten über der Seite und dann bei Luftwiderstand so und so, dann den Finger bewegen, sondern das war total so eine humorvolle Art, Spielfreude und so dieses Commitment, das einfach darüber gekommen ist. Ich habe das einfach gespürt und das waren wirklich ausnahmslos Menschen, die so sehr dafür leben und die, das ist der Funke einfach übergesprungen. Ich habe dann irgendwie, das war so eine unheimliche Sogwirkung hatte das auf mich. Die mussten nichts Bestimmtes sagen, sondern die haben einfach so auf mich gewirkt. Und so ist es dann irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und ich habe mittlerweile, wenn ich das so genau beobachte, auch das Gefühl, dass mir das sehr wichtig ist in meinem eigenen Unterricht. Also ich spiele unheimlich gerne Gitarre, ich mache unheimlich gerne Musik und ich glaube, dass springt so ein bisschen über. Und wenn der Funke übergesprungen ist, dann ist es in der Regel so, dass die Schüler dann auch merken, so, oh, cool, irgendwie, das macht voll Spaß. Und in der Anfangszeit sehen sie, oh, da ist jemand, der hat voll Spaß daran, Gitarre zu spielen. Er spielt total gut Gitarre und irgendwie. Und dann, ne, entsteht so eine Sogwirkung und dann wird man eingesaugt und dann ist man drin in dieser Welt und beginnt dann aus der eigenen Motivation heraus Dinge zu machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also, wenn du es schaffst, jemanden
dahin zu bringen, dass er aus eigener Motivation heraus das macht, dann, also es gibt nichts, was das ersetzen kann. Zum Glück.